Sie sind die unbestrittenen Lokalmatadoren, wenn es um A-Cappella-Musik im Appenzellerland geht und heissen dementsprechend Appenzeller. Kein Instrument, keine Technik, einfach nur grandiose Stimmen. 8 von den 9 singfreudigen Appenzeller sind heute bei uns. Oder sind sie jetzt doch ihre Sauer? Appenzeller mit einem kurzen Ausschnitt aus dem Appenzeller-Mädli. Herzlich willkommen. Ich glaube, wir haben noch nie so viele Leute hier bei uns rund ums Sofa gehabt. Jetzt ist in dem Fall auch klar, das Appenzell hier duzt man sich, habe ich gerade gehört. Genau, das ist so. Wir hören später noch ein Stückchen, wir sagen die 5 Herren hinten, die dürfen schnell rauslaufen. Euch 3 behalten wir da. Natürlich kommen die aus Appenzell selber, nicht aus Herisau, das habe ich natürlich gewusst. Singen ihr denn auch wirklich alles in Appenzeller Dialekt? Nein, das ist nicht der Fall. Seit ich den Trupp übernommen habe, haben wir aber angefangen damit, dass die Dialekt und so ein bisschen mehr zu verkaufen. Und vielleicht merkst du jetzt gerade, Zuschauer wäre da, sich denken, aber der ist sicher kein Appenzeller. Also ich bin kein Appenzeller. Aber auch kein Herisauer. Das hört man auch. Nein, das auch nicht. Ich bin ein Rindtaler, aber ich bin in die Truppe reingekommen und hatte ein neues Gefühl gehabt, das Appenzellische, da müssen wir wie mehr verkaufen. Aber 7 von uns sind wirklich waschechte Innerrödler, oder? Ja, das ist so. Die anderen 2, also du aus dem Rital, dann fehlt noch einer. Woher kommt denn der? Der kommt, glaube ich, aus dem Aargauischen, glaube ursprünglich, aber auch er ist schon... Bist du das, Benno? Nein. Also da sind 2 waschechte Appenzeller. Der andere Kollege von uns, der ist aber auch schon 20 Jahre in Appenzell, wohnt und arbeitet in Appenzell seit 20 Jahren. Ich arbeite auch schon seit 15 Jahren in Appenzell, habe auch schon in Appenzell in Innerrhoden gewohnt. Also wir alle haben sehr starken Bezug zu Innerrhoden und 7 davon sind aber waschechte. Ja. Und jetzt sind aber auch noch 8 da von euch. Wo haben ihr denn den 9. gelassen? Der hat einen neuen Job seit einem Jahr. Und zwar zu Genf. Und das ist ein bisschen weit, um hier hinzufahren. Hätte er einfliegen müssen. Genau. Wäre jetzt ein bisschen grosser Aufwand gewesen für ihn. Das war ein Budget nicht vorgesehen. Ja. Jetzt war es eben ein Ausschnitt aus dem Appenzeller-Mädli. Wie lange geht das Ganze? Das ganze Mädli kommt etwa auf 9 Minuten, wo man lauter Abba-Songs zusammengehängt haben und mit einem innerrhodischen Text versehen. Der erste, den man kennt, das war Waterloo quasi. Die nächsten, was haben wir noch drin, den Mädchen? Ja, das ist nicht der erste, der drin, sondern ist eigentlich ein Teil aus dem Schluss, den wir jetzt gehört haben. Wir haben Mamma Mia drin, wir haben Dancing Queen, The Winner Takes It All, Money ist drin. Ja, wir kommen auf 11 Abba-Songs. Und um was geht es denn in denen noch, wenn nicht um Herisau? Erneut vor allem um Appenzell, könnte man sagen, ganz kurz. Also um verschiedene Sachen, die zu Appenzell laufen oder die Eigenart vielleicht vom Appenzell. Auch ein bisschen Brauchtum vielleicht. Auch, ja. Bei uns ein bisschen auf die Chippe genommen teilweise. Jemand, es ist vielleicht ein bisschen ernster gemeint. Ja, ein bisschen lustig auch. Jetzt gibt es euch ja schon seit 12 Jahren. Seit 12 Jahren haben wir das gleiche Outfit bis jetzt. Es ist neu. Extra für uns gewechselt. Ist dir aufgefallen, hä? Ja, sicher. Daniel hat es verraten vorab. Ja, wenn man auf der Homepage schaut, sieht man die alten Fotos. Und es ist, ich weiß nicht, ob man eine Zangengeburt sagen könnte. Oder was, die Diskussion, um das Outfit mal wechseln, war immer da gewesen. Immer da. Und jetzt auf das A Cappella Festival, wo wir jetzt dann können auftreten am Freitag, haben wir das Gefühl gehabt, da wäre jetzt der Punkt, um es mal zu ändern. Darum auch, weil wir in den letzten 3 Jahren unseren Stil ein bisschen verändert haben. Wir haben auch vor allem unsere Frauen teilweise. Aha, das ist dann doch auf der Frau eher Mist. Ja, sanfter Druck gesagt. Ja, ich könnte da ein bisschen frecher daherkommen vielleicht. Und ich glaube, dass
haben wir jetzt, glaube ich, geschafft. Aber du hast gerade angetönt, es sei schwierig gewesen. Ist es dann, wenn neue Leute mitschwätzen, haben wir euch darum auch nicht auf ein Outfit geeinigt, sondern haben alle doch ein bisschen ihr Persönliches noch reinbringen können? Wir haben schon probiert, also wir haben da uns auch noch eine Hilfe geholt, um ein bisschen einen Faden durchzuziehen. Aber wir haben so jeder ein bisschen nach seinem Gusto auch können sich anlegen, dass er sich wohlfühlt. Am Schluss muss sich ja jeder wohlfühlen auf der Bühne beim Singen, nur dann können wir so schön singen, wie man halt könnte. Und bei uns braucht es auch alle ein bisschen viel, bis wir irgendeinen Entscheid können fällen. Bei uns wird viel diskutiert, auch in der Probe, nach der Probe. Und wenn du neun Chefs hast. Also der Daniel ist nicht der Chef, als musikalischer Leiter. Musikalisch bin ich der Chef. Okay. Und der Rest wird sehr basisdemokratisch diskutiert. Also wie eine Landsgemeinde wie eigentlich. Wie in Rode. Jeder gibt sich fest ein und darum war das auch nicht ganz einfach, um ein Auto, weil jeder hat so seine eigenen Vorlieben. Und wo dann so die Idee kam, ist, jeder trägt so ein bisschen da, was ihn ausmacht. Also das Ziel ist eigentlich auch, dass jeder einen gewissen Charakter eigentlich auf der Bühne ausstrahlt, auch in den Liedern, wo jeder singt. Bei uns singt jeder mal voraus. Also da ist etwas, was uns auch ausmacht. Also einmal hier etwas, mal er. Und zum Beispiel im ABBA-Medley, da könnte jeder von diesen neun ist mal irgendwann da vorne. Also ist nicht klar, wer was singt, so der Bass, Bariton, eher die höhere Stimme, das haben sie nicht verteilt. Mal grundsätzlich schon, aber jeder singt trotzdem alle Lieder voraus, dass er ein Lied hat. Und ich finde, das macht es einfach auch spannend, auch als Sänger. Sind das denn gerade die Lieder vielleicht, die ihr selber wünscht? Oder sind ihr bei den Liederauswahl auch so landsgemeinsmässig unterwegs? Ja, ich glaube, bei denen, wo ich in die Gruppe reingekommen bin, haben, also das war eigentlich so, sie haben wie mal so einen Coach wählen oder jemand, wo mal ein bisschen neue Ideen bringt. Ist nicht einmal von Anfang an die Idee gewesen, dass ich in die Gruppe komme mitmache. Ah, das ist eigentlich mehr als Helfer am Anfang. Ja, genau. Sie haben hier gerade die CD aufgenommen. Und dann habe ich noch geholfen bei zwei, drei Liedern, habe dann einen Probetag mit ihnen geleitet und auf den Probetag her habe ich für sie zwei Lieder geschrieben. Und dann sind natürlich Ideen gebracht und dann habe ich da draussen ein bisschen das ausgewählt, wo ich das Gefühl hatte, das ist gut. Und dann habe ich eigentlich einen Tag lang mit ihnen geprobt und dann ist, ja, ich glaube, es ist nicht viel Monate gegangen, da hat es mir so gut gefallen. Fast Liebe auf die erste Blick. Ja. Ja. Man hört dich hinterher in einer Lachen. Nein, es ist wirklich so, ich habe schon als 15-Jährige A-Cappella-Musik gemacht, 5 Jahre lang. Habe eine Gruppe geleitet und bin dann davon weg, habe viel, viel andere Musik gemacht. Und irgendwie hat es mich nie richtig verloren und jetzt bin ich so richtig wie in eine Gruppe gerutscht. Und ich habe das Gefühl, dort kann ich wie mit dem ansetzen, wo ich da mal aufgehört habe. Mhm. Und kann ganz viele Ideen können einbringen. Und so habe ich natürlich am Anfang dann auch Ideen gebracht und die haben wir dann gemacht. Aber es ist auch viel, viel Sachen entstehen, dass wir zum Beispiel «Stets in Trauer», wir haben einmal in einer Beiz gesungen und dann hat einer gesagt, singe ich mal «Stets in Trauer» bitte. Mhm. Dann haben wir das so probiert und habe das Gefühl, das ist noch ein cooles Lied. Und jetzt ist das gerade eines von denen, wo man jetzt denkt, dass so entsteht manchmal einfach so aus einer Idee heraus. Sind ihr denn auch zufrieden mit ihm, also, dass ihr ihn behaltet habt? Ja, wir behalten ihn. Ah, ich glaube auch. Nein, wir sind froh. Wir sind wahnsinnig froh, dass Dani zu uns gestossen ist. Er hat uns viel Inputs gegeben. Und ja, jetzt macht es wirklich Spass, auch wieder in Zukunft. Wir können schnell eine Fische mit Neuen einstudieren, wo wir früher einfach viel länger kamen, bis wir mal eins so kamen. Aber habt ihr euch vorher schon kennengelernt? Also einer nicht, am Anfang, wo man vor 12 Jahren, da ist aus 6 Kollegen raus entstanden, wo man einfach gedacht hat, wir könnten doch etwas miteinander machen und da gibt es doch da das A Cappella. Und dann haben wir uns da mal reingelassen und da hat uns gefallen und aus dem Kreis, also die 6 haben wir angefangen, die 6. Und heute sind noch 4 von denen sind alle noch dabei und andere sind gegangen und dann wieder zugekommen. So hat sich das über die Jahre, je nachdem halt auch, der ein oder andere Zeit hat oder wo er wohnt, hat sich das so entwickelt. In diesen Jahren haben wir eine CD gemacht, 2014, die erste und bis jetzt auch die letzte. Ist da etwas Neues geplant, jetzt gerade auch mit dir als neuer musikalischer Leiter? Ja, ich glaube, jetzt in erster Linie, wenn wir, jetzt haben wir wie in diesen 3 Jahren wie unser Repertoire komplett erneuert. Also alles, was wir jetzt am Festival auch werden singen oder was wir eigentlich sonst in unserem Repertoire haben, ist eigentlich Neues, wo ich geschrieben habe und arrangiert habe. Und natürlich singen wir die Alten schon an. Gewisse haben wir mitgenommen, pflegen die auch weiterhin.
Wir haben jetzt in nächster Zeit nichts fest geplant, aber ich glaube, wir haben so ein Ziel, wir wollen mal gerne einen Videoclip oder irgendetwas. Ah, gar keine CD, dann gerade ja, einen Videoclip. Nein, nicht gerade einen Videoclip, aber wir haben das Gefühl, heute wollen die Leute etwas sehen. Mhm. Ist so ein bisschen, mit den neuen Outfits sowieso. Ja, perfekt, genau, oder? Zum Beispiel. Oder vielleicht ein Song von uns irgendwie mit einer Geschichte oder so. Da sind Ideen vorhanden, aber wir haben noch nicht irgendwie etwas fest geplant. Aber natürlich. Ein bisschen kreativ sein natürlich mit dem Videoclip. Ja. Und da ist auch eine schöne Herausforderung, die man kann. Mhm. Und ein bisschen kalt macht. Ja, ich glaube, das habe ich bei euch keine Angst. Du hast schon zweimal angesprochen, das A Cappella Festival Zappenzell, das ist am 5. Mai. Freuen ihr euch da besonders drauf? Oder ist es vielleicht auch ein bisschen, nicht nur der Heimvorteil, sondern auch der Heimnachteil, wenn man weiss, da kommen wahnsinnig viele Leute, die euch kennen, zuhören? Ja, ist schon beides ein bisschen. Aber die Freude ist ganz sicher grösser als irgendwie die Not. Und sicher ist es speziell, wir haben vor 11 Jahren schon mal hier am A Cappella Festival Zappenzell auftreten. Vor 11 Jahren das letzte Mal? Sie doch nie mehr? Es ist hier, ja, sie wollen ja auch nicht unbedingt alle zweimal das Gleiche bringen. Aber es sind ja die Lokalmatadoren, oder? So hat es jetzt geschonen, ja, dass man jetzt wieder mal dort für die auf der Bühne oben sehen und nicht im Zuschauerraum. Und nein, da freut uns riesig. Ja, wenn es so viele Kennige hat, die uns schauen können. Haben Sie da schon ein bisschen etwas planen? Wissen wir schon, was er singt? Der Auftritt ist im Kasten, der ist fix durchgeplant. Das wäre es nicht gut. Ein kleines Vorgeschmäck. Was haben wir so im Repertoire dort? Was für Lied oder was für Art von Musik meinst du? Was für Art? Hauptsächlich ein Kapazellendialekt oder kommt dann doch noch ein Englischer? Ja, wir haben schon beides. Aber ich glaube, der Fokus ist dann schon ein bisschen mehr auf dem Appenzeller-Dialekt. Ja, ich würde sagen, ja, gut, die Hälfte ist es weg. Ja, wahrscheinlich mehr als die Hälfte. Aber wir können natürlich auch, wir können verschiedene Sprachen. Wir sind, also Bilang ist jetzt übertrieben, aber ja, wir können auch ein bisschen Englisch und wir können auch teilweise sogar ein bisschen Französisch. Genau. Also so viel sei versprochen. Es gibt und verschiedene Sprachen. Ein bisschen Afrikanisch ist auch noch drin. Sogar. Ja. Und sogar Zürichdeutsch. Oh, ja. Ja. Selbst ganz exotisch, ja. Also es ist am 5. Mai. Also wir singen am 5. Mai, ja. Das ist am Freitag, aber das A Cappella Festival ist natürlich am Donnerstag vorher auch noch und am Samstag auch nochmal. Wo gehört man uns aus nachher noch? In der nächsten Zeit? Wenn das nicht Bern. In Bern. Wir gehen in die Ferien. Wir gehen in die Ferien. Ja, ein Ausflug auf Bern. Genau. 3 Tage gehen wir auf Bern. Ohne Verpflichtungen. Aber hat er dort schöne Strassen und Ecken, wo man herstehen kann. Und dann machen wir ganz mal. Spontan. Ja. Das ist unsere Belohnung. Warum machen wir Musik? E-Ziel ist, quasi zusammenhocken miteinander. Und das ist vielleicht in letzter Zeit ein bisschen zu kurz gekommen. Wir sind jetzt auch schon ein bisschen älter geworden. Früher ist man nach der Probe am Les gezogen. Mhm. Und da haben meistens auch nicht die Ersten gesehen, die hier sind. Und inzwischen kommt auch ein bisschen zu kurz. Und jetzt machen wir mal einen Ausflug miteinander. Dann würden wir sagen, holen wir eure 5 Bandkollegen zu uns wieder zurück in unser Studio. Auf was dürfen wir uns jetzt noch freuen? Zweiter Song? Ja, ihr hört eigentlich das Stück, wo wir nicht etwas Bestehendes übernommen haben, sondern den Song haben wir eigentlich selber geschrieben. Interessant ist, wie er entstanden ist. Er ist aus einer E-Sing-Übung entstanden. Du beim E-Singen manchmal irgendwelche Akkordfolgen mit ihnen üben und manchmal entstehen da Sachen, wo man das Gefühl hat, das klingt noch cool. Mhm. Und lustig ist, der Inhalt von dem Song, den wir jetzt singen, der passt sehr zu deinem heutigen Tag. Du hast gesagt, du bist im Stau gestanden. Zweieinhalb Stunden heute Morgen. Und unser Protagonist, der Lukas, der ist eben auch, muss hinter einem hinten an. Und wie es die Appenzeller so haben, da steigen dann halt die Emotionen. Gut, sind wir gespannt. Danke vielmals. Schön, dass ihr bei uns hier im Studio Appenzeller. Danke auch, Lucy. Ich strick mich fest, hab nicht an den Hof. Sonne im Gesicht vom Kaffee nimm mir ein Schnuff. Der Ton ist im Weg, Holz, mein Seh, Sapper muss noch einmal. Und der Bub noch im Nest liegt, im allerdüsten Traum. Sapper muss. Hip am Arm, was in Stinnen aus dem Meer. Sag, musst du noch einmal. Sag, Knüpflicht, was denk ich, die Leute sagen. Sag, musst du noch einmal. Und der
kindlich an ihm um. Wie bin ich doch so froh, doch vor dem ersten Ring die Hälter von mir tragt. Bist ein nützige Wunder, ein Himmel, traurige Sapper, ein Winzel und alle. Bist mir zu Lützel, Zwinski zu mir, der Lecke kann Phrasen, du Bralli. Wenn wir die Nase genug haben, dann machst du auch. Du bist mir ein Batschi, machst mir Teufel, schulige Klotte, ich geb doch Gas, du verlädelige Latschi. Komm mir endlich an, bin ich viel schon dran. Macht das auch schon voll, wie wir stehen noch einmal. Ich war der Tür, man kann nicht ohne Gefühl, dass ich kein Verheer hat. Liebe die im Bett weg, aber gut, dass du das verheißt. Hätte am liebsten in der Kiste, doch ohne mich am Pütz, ohne die gibt's auch kein Stütz. Der Druck ist wie Papier und der Chef erfresst mich schier. Ich bin Bonus auch dagegen. Mir fehlt die Wohnung, was ich da sagen.